Süßul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Baufolge hier in unserem, ja, Waldhäuschen, möchte ich es mal nennen. So, weiter geht's. Ich habe mir überlegt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Grillecke. Beziehungsweise, ja, Grillecke. Grillen, das würde ich wahrscheinlich hier auf die Veranda verlagern, aber hier so eine kleine Feuerecke, so ein Lagerfeuer, wo man sich abends gemütlich drum rumsetzen kann in der lauen Sommernacht und, ja. Was ich hier jetzt noch brauche, habt ihr völlig recht. Ich habe ja damals damit gehadert, dass es keine Steinwände gibt. Jetzt gibt es ja Steinwände. Und zwar gleich zwei an der Zahl. Einmal so eine und einmal so eine. Und das ist natürlich genau die, die wir brauchen. Ich muss nur schauen, in welchem Ton. Wahrscheinlich so in der Richtung. Was haben wir denn sonst noch? Das ist, ja, obwohl hier dieses Graue ist auch nicht verkehrt. Dieses dunkle. Dieser dunkle Stein, den finde ich gut. So, ich hatte das gesehen, dass hier die Steine durchgehen ein Stückchen. Das war durchaus so geplant. Aber anscheinend ist es nicht ganz so gut angekommen, deswegen verstelle ich die noch ein bisschen, verrücke ich die noch ein bisschen. Hm, vielleicht drehe ich das hier einfach mal rum. Dass ich hier einen Ticken näher ans... So, vielleicht. Und das hier dann noch so. Dann kommt sie nicht mehr durch. Das wäre jetzt so meine Idee noch dazu. Ja, die ist doch eigentlich, die ist doch super, die Wand. Die Mauer, die ist doch perfekt. Ich würde jetzt hier gerne aber noch so ein paar Büsche hinstellen. Weil ich einfach finde, dass das hier besser... Das ist doch auch schön, wenn der Baum hier so aus diesem Lavendel rauskommt. Oh, schön. Ich finde das einfach schöner, wenn das hier so ein bisschen begrünt ist außenrum. Mir gefällt das einfach besser. Das ist da doch auch cool. Oh, ja, das gefällt mir. Vielleicht hier sowas noch drumrum. So. Nee, muss ich andersrum drehen. Genau so rum. Ja. Oh, das ist gut. ich gehe da drin so auf. Ich mag das so. Ich baue wirklich sehr, sehr gerne. Ich spiele auch sehr gerne. Aber ich selber genieße auch die Abwechslung mit dem Bauen, muss ich ja sagen. So, hier hinten könnten wir vielleicht auch noch so ein bisschen Gestrüpp. Gestrüpp klingt so abwertend. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja, sowas hier. Ja. Oh, genau, auch so, das ist da so ein bisschen... Oh, schön. Ach, herrlich. Jetzt, so bin ich zufrieden. So lassen wir den Teich jetzt. Ach, da hinten... Ist die Düse noch da? Wahrscheinlich, die ist ja auch noch da. Okay. Also dann. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal... Kümmern wir uns ums Lagerfeuer. Aktivitäten, da war das, glaube ich, bei. Wo war das denn da nicht? Wo... Hier war das. Das Lagerfeuer. Muss ich nochmal schauen. Stellen wir mal so hier hin, dass wir auch passende... Dass das hier nicht... Dass das hier alles passt, so wie es soll. Ja, das kriegen wir doch schon hin. Hier, das würde ich so stellen. Hier einfach noch so einen Baumstamm drumherum. Und hier vielleicht noch einfach so eine Sitzbank. Ach, das ist doch schön. Das ist doch total gemütlich. Ach, das ist... Ich mag das. Und hier... Wir müssen mal gucken, was es noch so an neuer Deko gibt. Das haben wir noch gar nicht großartig geguckt. Aber ich weiß, dass es hier für draußen auch richtig schöne neue Sachen gibt teilweise. Das Vogelhäuschen, genau. Das hatte ich gesucht. Haben wir es auch in einem schönen Braun? So zum Beispiel. Oh, ist das herrlich. Oh, Leute, das ist ja so süß. Da stellen wir das hin. Oh, das ist so knuffig. Was haben wir hier? Geheime. Ach, guck mal da. Damit können wir ja hier noch mehr anfangen.
mal hier, das können wir so. Da können wir hier. Oh, schön. Mensch, Leute. Oh. Die neuen Sachen sind so toll. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus hier. Die zerfallene Treppe. Nein. Irgendwann muss ich auch mal aufhören. Der feuchte Schuppen. Wie groß ist denn dieser feuchte Schuppen? Gar nicht mal so groß. Den könnte man ja rein theoretisch. Könnte man den feuchten Schuppen. Komm, den setzen wir mal hier so hin. So auch Feuerholz haben. Haben wir überhaupt einen. Ja, wir haben einen Kamin, ne? Haben wir keinen Kamin? Oder ich glaube, ich wollte einsetzen, habe aber keinen Punkt gefunden. Und ja, ihr habt völlig recht, wir wollten uns auch noch um den Partykeller kümmern. Wo wir jetzt ein Problem mit haben. Nein! Okay. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Da muss der eben hier hinten an die Seite. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt kann ich das auch nicht mehr. Oh, das ist doof. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, dann machen wir das so. Dann muss ich jetzt gucken. Dann machen wir den halt hier hinten hin. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so das Riesentheater. Aber das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ach Gott. Ich schon wieder hier. Okay, jetzt brauchen wir das hier. Ja, also wir kümmern uns noch um den Partykeller. Das machen wir aber, glaube ich, nächste Folge. Ich habe heute irgendwie noch ein bisschen Bock, hier den Garten zu verschönern. Okay. Zurück in den Deko-Modus. Was könnten wir denn hier mal noch? Was haben wir denn hier mal noch? Ich hatte doch. Irgendwie finde ich das gerade nicht, an was ich gedacht hatte. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so tragisch. Das macht nichts. Was ist das denn hier? Rundende Markierung von Pit und von Pitplatsch. Okay. Was auch immer das ist. Nee, sowas passt hier nicht hin. Sowas hier vielleicht. Gibt es das in dem passenden Braun? Ist das zu dunkel? Was haltet ihr denn hier von? Dann müssen wir das hier nur ein bisschen runter machen. Hängen wir das hier so direkt da dran. Was haltet ihr davon? Ich finde das hübsch. Eigentlich ist das jetzt nicht ans Bild gehalten. Wir wissen, wie das Bild ist. Der guckt einfach unten in der Videobeschreibung. Da habe ich das nämlich nochmal verlinkt, das Haus, was ich als Vorbild genommen habe. Aber schreibt es mir doch einfach mal. Wollt ihr, dass ich das hier so mache? Ja, nein, vielleicht? Einfach mal ab in die Kommentare. Ich würde jetzt hier sowieso, glaube ich, mit der Dekoration würde ich das ein bisschen, ja, freie Schnauze. Würde ich das da, glaube ich, halten. Das ist jetzt. So, hier oben würde ich auch noch eine Bank hinstellen. Ob das jetzt. Ach, das ist eigentlich auch nicht. Ich finde das nicht so schlimm, wenn hier jetzt eine Bank vorm Fenster steht. Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das denn? Das hier ist so ein. Ist nicht das Wahre. Das hier ist jetzt eigentlich schon wieder recht modern. Wie sieht denn das? Gibt es das auch noch in anderen? Oh, süß. Ja, ja. Aber es ist nicht das, an was ich gedacht habe. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ja süß. Habe ich mal irgendwo runtergeladen. Wo denn? http://thesims.club.
Severinka, okay. Was sucht dich denn? Ja, das gibt's auch als Zweisitzer, aber es ist nicht das. Sowas hier vielleicht einfach? Ist das sowas ganz Schlichtes? Nicht in der Farbe. In der Farbe eher. Oder ganz dunkel. Nee, nicht ganz dunkel. Oder ganz hell? Nee, das ist auch unpassend. Ist aber auch, an was man hier so alles denken muss. Hier, was ist denn, wenn wir das hier... So, was haltet ihr denn davon? Und dann Oberflächen, was... Wir könnten da doch einen Tisch zwischenstellen, wenn wir einen hätten. Sowas hier zum Beispiel. Es ist jetzt natürlich zu hoch für solche Bänke. Die Bänke, die heben sich jetzt natürlich kaum ab vom Holz auf der Veranda. Von daher ist es vielleicht... Aber es wäre genau derselbe Braunton. Mensch, das ist aber auch schwer. Ansonsten nehmen wir vielleicht doch lieber den hellen Ton. Den haben wir hier beim Tisch nicht. Och komm, naja, dann... Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt blöd. Ich habe eine Idee. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen strange. Wenn ich hier einfach so ein bisschen Gras hinmache. Nein, das sieht nichts aus. Das kann ich nicht machen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr hier hinten machen würdet. Weil ich finde das eigentlich ganz süß hier so mit diesem... Dass man hier nochmal wie so eine Sitzmöglichkeit... Ich weiß nicht, ob sie da auch wirklich essen können. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. So alleine vom Aussehen. Die einsame Zypresse. Oh nee, das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Das ist alles zu groß. Das gibt es doch nicht. Ich möchte hier gerne irgendwas draufstellen. Oh. Gibt es auch irgendwo diese Pflanzen, die hochklettern? Sind doch auch mal Zeit für Freunde reingekommen. Nee, aber ich überlege jetzt, was könnten wir denn hier mal hinstellen? To do. What are the plans? Das ist süß. Jetzt noch eine Beleuchtung, so eine kleine, so eine... Sowas. Was für Farben haben wir die alle? Das ist doch schön. Wie sieht das jetzt... Oh. Ja, das ist so gemütlich. Aber schreibt mir da mal, ist das für euch so in Ordnung? Oder würdet ihr sagen, nee, dann müssen wir wirklich einen anderen Boden hinmachen. Das ist jetzt nicht so pralle. Das würde mich mal interessieren. So, und die Grillecke hinten hatten wir ja auch noch einen Ausgang. Genau. Hier hinten ist ein weiterer Aufgang. Ich glaube, ich würde das Grillen hier hinten zum Beispiel, das wäre jetzt dann natürlich direkt hinter der Küche, von daher wird das ja sogar passen. Ich glaube, dass hier hinten ein guter Ort wäre. Komm, Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir es auch direkt richtig teuer. Was wir noch bräuchten, wäre hier neben eine Oberfläche, so ein kleines Tischchen, wo man das abstellen kann, wo was dran kann, drauf kann. Drauf wollte ich sagen, genau. So, sowas hier in der Richtung. Und nu brauchen wir noch was zum Hinsetzen. Da würde ich dann wahrscheinlich... Nee, den hatten wir doch eben auch in lang, oder nicht? Momentchen. Ja. Ist jetzt leider alles ein bisschen andersfarbig von dem...
Ich überlege gerade, der ist zu groß. Wir müssen bei dem kleinen bleiben. Der andere, der sprengt so ein bisschen den Rahmen. Das ist der falsche Tisch. Der hier. Da fände ich jetzt das Braun hier besser, muss ich sagen. So, und Stühle. Komfort. Esszimmer. Haben wir da auch? Ja, da haben wir auch was Neues. Tada! Das wären die neuen passenden Stühle. Wobei ich überlege, ob ich da sowas nehme oder ob man da vielleicht eher... Passt natürlich von der Farbe jetzt mal so gar nicht. Oder wollen wir vielleicht generell... Komm, wir schauen noch eben mal in Oberflächen. Vielleicht nehmen wir da auch eher so einen anderen Tisch eben. Hatten wir hier keinen passenden Tisch zu? Gab es doch einen passenden Tisch zu. Warum finde ich den denn jetzt nicht? Hier. Aber der ist riesig. Nee, mit dem können wir wieder nichts anfangen. Okay. Ja, dann bleiben wir dabei. Jetzt brauchen wir nur noch die passenden Stühle. Aber ich finde die Stühle, die wirklich passen, finde ich unpassend in dem Augenblick. Was ist denn mit sowas hier? Was haltet ihr denn davon? Ist jetzt nicht genau dasselbe Braun, aber ich finde es trotzdem hübsch. Kommen die dahinter noch vorbei? Weiß ich nicht. Kommt auf den Versuch drauf an. Wie gesagt, wir können es ja einfach mal probieren. Wie sieht es hier nachts aus? Haben wir hier genügend Licht? Ja, es geht. Es geht. Ich würde hier aber noch Beleuchtung. Warte mal, was haben wir hier vorne hängen? Die Lampe. Die Mega-Wandbeleuchtung. Würde ich hier auch noch eine hinhängen. Und ich würde vielleicht auch hier, weil hier sowieso der Grill ist, weiß ich nicht, würde ich da auch noch eine drauf machen? Ich glaube erstmal nicht. Aber hier vielleicht noch so ein Blümchen. Nur was für eins. Ah, ich weiß welches. So eins. Das ist toll, das passt. Ja. Das ist doch schön so. Okay, damit würde ich aber auch sagen, verabschiede ich mich für heute von euch. Ich bin gespannt, wie euch das jetzt gefällt. Unsere weitere Gartengestaltung. Wir sehen uns dann jetzt morgen und Montag. Montag erstmal wieder mit unseren Mädels wieder. Und am Dienstag sind wir dann hier wieder zurück. Nicht mehr lange müsst ihr Baufreaks durchstehen, bis wir wieder jeden Tag bauen. Ich freue mich auch schon drauf, weil, wie gesagt, ich habe ja noch so das ein oder andere in der Hinterhand. Ich möchte mit euch zusammen ein Haus im Windenburg-Stil bauen, dann natürlich auch in Windenburg. Von daher, wir haben noch einiges zu tun. Ich verabschiede mich für heute erstmal, wünsche euch einen wunderschönen Samstag und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!